Herr Bürgermeister, was hat die Marwef-Show für eine Bedeutung für den St. Pöltener Raum und Niederösterreich? Erstens einmal stehen wir als junge Landeshauptstadt fürs Bauen. Ich habe schon vor einiger Zeit gesagt, eigentlich müssten wir unser Wappentier, den Passauer Wolf, ändern in einen Baukran, denn in St. Pölten wird seit 3 Jahrzehnten, seitdem wir Landeshauptstadt geworden sind, wahnsinnig viel gebaut für die Größe und die Bevölkerung ist auf das Bauen positiv eingestellt. Ich glaube, dass man das nicht in vielen Orten findet. Deshalb deckt sich eigentlich der Gedanke und der Grundsatz der MAWEF, hier Großgeräte im Baubereich für die Anbieter zu bieten, mit den Interessen der Stadt St. Pölten im Baubereich zu punkten. Wir wollen auch in Zukunft noch mehr natürlich bauen und dass sich die Stadt entwickelt. Zurzeit über 1700 Wohnungen im Bau, 4400 eingereicht. Das sagt Baumenschen relativ viel auf die Größenordnung. Also bei uns geschieht wirklich in dem verschiedenen Bereich viel. Und dann ist es natürlich auch eine Messe, bringt viele Anbieter in einen Bereich, den sie kennenlernen. Es ist natürlich auch der touristische Faktor, der letztendlich mit Auslastung von Betten und viel mehr zu tun hat. Aber wir wollen natürlich auch dieses Areal Niederösterreich zentral bekannter machen. Das ist eines der größten Industrie- und Betriebsbaugebiete Österreichs. Und wer hier auch Baumaschinen kennenlernt, sagt vielleicht auch dem Nächsten, dass hier attraktive Grundstücke und eine gute Infrastruktur gegeben ist, in zentraler Lage und bestens mit Schiene und Straße angeschlossen. Deutet das ein bisschen hin auf eine Aufbruchstimmung hier im Raum? Ganz sicher, und wir haben uns auch mit dem Land Niederösterreich entschlossen, ganz an einen anderen Bereich, nämlich uns als Kulturhauptstadt, europäische Kulturhauptstadt für 2024 zu bewerben. Das ist der nächste Schritt, wo wir imagemäßig auch gewinnen wollen, aber der Wirtschaftsfaktor und der Wirtschaftsstandort darf dabei nicht zu kurz kommen. Kultur ist ein wichtiger Faktor auch geworden und mit dem wollen wir zusätzlich auch noch zum Wirtschaftsstandort punkten. Danke fürs Gespräch. Danke. Danke sehr.